Zu jener Zeit wurde Abia, der Sohn Jerobeams, krank. Und Jerobeam sprach zu seiner Frau: Mache dich doch auf und verstelle dich, damit niemand erkennt, dass du Jerobeams Frau bist, und geh nach Silo. Siehe, dort ist der Prophet Achia, der von mir geredet hat, dass ich König über dieses Volk sein sollte. Und die Frau Jerobeams tat dies und machte sich auf und ging hin nach Silo und kam in das Haus Achias. Und es geschah, als Achia das Geräusch ihrer Füße hörte, wie sie zur Tür hereinkam, da sprach er: Komm herein, du Frau Jerobeams, warum verstellst du dich? Ich bin mit einer harten Botschaft an dich beauftragt. Geh hin, sage Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels: Weil ich dich aus der Mitte des Volkes erhöht und zum Fürsten über mein Volk Israel gesetzt habe, so dass ich das Königreich dem Haus David entrissen und es dir gegeben habe, weil du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was in meinen Augen recht ist, sondern weil du mehr Böses getan hast als alle, die vor dir gewesen sind, weil du hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast, so dass du mich zum Zorn reiztest und mich verworfen hast. Darum, siehe, bringe ich Unheil über das Haus Jerobeams, und ich will ausrotten von Jerobeam, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel, und ich will die Nachkommen des Hauses Jerobeams ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz aus ist mit ihm. Wer von Jerobeam in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Denn der Herr hat es gesagt. So mache dich nun auf und geh heim, und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird der Knabe sterben. Und ganz Israel wird ihn beklagen, und sie werden ihn begraben. Denn von Jerobeam wird dieser allein in ein Grab kommen, weil an ihm vor dem Herrn, dem Gott Israels, etwas Gutes gefunden worden ist im Haus Jerobeams. Der Herr aber wird einen König über Israel erwecken, der das Haus Jerobeams ausrotten soll an jenem Tag. Und was? Schon jetzt hat er ihn erweckt. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt wie ein Rohr im Wasser. Und er wird Israel ausreißen aus diesem guten Land, das er ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes Euphrat, weil sie ihre Aschera-Standbilder gemacht haben, um den Herrn zu erzürnen. Und er wird Israel dahingeben um der Sünde Jerobeams willen, die er beging und zu der er Israel verführt hat. Da machte sich die Frau Jerobeams auf, ging hin und kam nach Tirza. Und als sie die Schwelle des Hauses betrat, da starb der Knabe. Und sie begruben ihn, und ganz Israel beklagte ihn nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht, den Propheten Achia, geredet hatte. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er gekämpft und wie er regiert hat, siehe, das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel. Die Zeit aber, die Jerobeam regierte, betrug 22 Jahre. Und er legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stelle. Aber Baesa, der Sohn Achias aus dem Haus Issachar, machte eine Verschwörung gegen ihn, und Baesa erschlug ihn in Gibbeton, das den Philistern gehörte. So tötete ihn Baesa im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde König an seiner Stelle. Und Baesa legte sich zu seinen Vätern und wurde in Tirza begraben, und sein Sohn Ela wurde König an seiner Stelle. Im 27. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Simri König in Tirza 7 Tage lang, und das Volk lag vor Gibbeton, das den Philistern gehörte. Als aber das Volk im Lager sagen hörte, Simri hat eine Verschwörung gemacht und hat auch den König erschlagen, da machte am selben Tag das ganze Israel im Lager Omri, den Heerführer, zum König über Israel. Was aber mehr von Omri zu sagen ist, was er getan hat und seine Macht, die er ausgeübt hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? Und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben, und Ahab, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. So legte sich Ahab zu seinen Vätern, und Ahasja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. So starb er, nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte.
und Joram wurde König an seiner Stelle, im zweiten Jahr Jorams des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn. Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, so dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinen Streitwagen sank. Und sie stießen in das Schofarhorn und riefen: Jehu ist König geworden. Und Jehu legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in Samaria. Und Joahas, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und Joahas legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in Samaria. Und Joas, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und Joas legte sich zu seinen Vätern, und Jerobeam setzte sich auf seinen Thron. Und Joas legte sich zu seinen Vätern, und Jerobeam setzte sich auf seinen Thron. Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern, den Königen von Israel. Und Sacharja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und Schallum, der Sohn des Jabes, machte eine Verschwörung gegen ihn und schlug ihn vor dem Volk und tötete ihn. Und er wurde König an seiner Stelle. Da zog Menachem, der Sohn Gadis, von Tirza herauf und kam nach Samaria. Und er schlug Schallum, den Sohn des Jabes, in Samaria und tötete ihn. Und er wurde König an seiner Stelle. Und Menachem legte sich zu seinen Vätern. Und Pekachja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Pekach aber, der Sohn Remalias, sein Hauptmann, machte eine Verschwörung gegen ihn und erschlug ihn in Samaria, in der Burg des Königshauses, und er tötete ihn und wurde König an seiner Stelle. Und Hosea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remalias, und schlug ihn tot. Und er wurde König an seiner Stelle im 20. Jahr Jotams des Sohnes Usias.